Liebe Gottesdienstteilnehmer, wir versammeln uns hier zum Gedenkgottesdienst in dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir gedenken heute den vielen Menschen, die bei der Flugzeugkatastrophe vor 6 Jahren ums Leben gekommen sind. Unter ihnen auch 18 Menschen hier aus Haltern am See. Gleichzeitig gedenken wir auch derer, die viel zu früh ins Jenseits gehen mussten, die wir schon haben abgeben müssen. Wir haben uns hier an einem besonderen Ort versammelt. Die Sixtuskirche ist ein besonderer Ort des Gedenkens geworden. Und es ist gut, dass wir heute hier zusammen sind. Denn in Augenblicken der Traurigkeit, in Augenblicken des Schmerzes, stellt sich immer die Frage, wohin sollen wir gehen? Wohin mit unserem Schmerz? Wohin mit unserer Traurigkeit? Wohin mit der Verzweiflung? Apostel Petrus stellte einmal diese Frage an Jesus: Herr, wohin sollen wir gehen? Und beantwortete sie selbst: Du hast Worte des ewigen Lebens. Er, Jesus Christus, lädt uns jetzt ein, einige Augenblicke der Stille, des Gedenkens, des Friedens zu erleben. Wir gedenken der Opfer des Flugzeugabsturzes heute vor 6 Jahren. Besonders denken wir an die 16 Schülerinnen und Schüler und ihre beiden Lehrerinnen des Josef-König-Gymnasiums hier in Haltern. Es sind Linda, Elena, Sonja, Lea, Selina, Gina Michelle, Ann-Christine, Julia, Marlene, Paula, Fabio, Rabea, Lea, Helena, Steffen, Stefanie, Aline und Kaya. Wir gedenken aller, die ebenso in jungen Jahren zu früh aus dem Leben gerissen wurden. Von ihnen haben wir keine Fotografien, doch sind sie als lebendige Bilder in den Herzen ihrer Angehörigen, ihrer Freundinnen und Freunde sowie in Gottes ewiger Gegenwart aufgehoben. Bilder verbinden uns mit Menschen. Ich habe ein Bild meiner Frau auf dem Schreibtisch. Meine alte Schwiegermutter hat die Wände in ihrem Zimmer voll mit Bildern ihrer Lieben, von den Enkeln bis zu längst verstorbenen Weggefährten. Jugendliche erstellen gern wechselnde Profilbilder und teilen sie mit ihren Freundinnen. Bilder zeigen Typisches von einem Menschen, und doch ist es nur eine Momentaufnahme. Jeder Mensch ist so viel mehr als ein Bild, ja mehr als die Summe aller Bilder. Von Bildern und den Grenzen des Erkennens spricht der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief. Im Kapitel 13 heißt es: Die Liebe hört niemals auf. Was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Endgültige kommt, vergehen die Bruchstücke. Jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild, aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Paulus spricht von dem, was bleibt. Doch wie kommen wir zu einer sicheren, uns und andere tragenden Erkenntnis? Er sagt, dass wir jetzt alle Erkenntnis nur wie in einem Spiegelbild wahrnehmen können. Ein Spiegel in der Antike konnte immer nur undeutlich einen Menschen widerspiegeln. In diesem Sinn ist unser Erkennen rätsel- und bruchstückhaft. Die 18 Bilder aus Haltern von den Menschen, die wir vermissen, hängen in der Schule und wir haben sie gerade gesehen. Das ist gut so. Doch das einzig passende Bild unserer verloren gegangenen Lieben ist das Bild, das wir im Herzen tragen.
Das Herz ist der Ort der Liebe. Was können wir wissen und erkennen? In der hebräischen Bibel ist Erkennen mehr als Verstehen, Einsehen und Begreifen. Das ist es auch. Aber Erkennen ist in der Bibel darüber hinaus ein Wort intensivster Zuneigung. Erkennen bedeutet auch das liebevolle Begehren und die intensive Begegnung von Menschen. In diesem doppelten Sinn spricht Paulus davon, dass er schon jetzt ganz von Gott erkannt ist. Und in diesem Sinn darf es auch von dir und mir gesagt werden: Gott kennt dich und mich. Er erkennt dich und mich. Wir sind hineingenommen in die Liebe Gottes, die niemals aufhört. Das heißt allerdings nicht, dass wir schon über die wahre Erkenntnis verfügen. Es kann Situationen geben, in denen alles in Frage gestellt wird. Alles. Das brauche ich am heutigen Tag nicht erklären. Da sehen wir nur Bruchstücke und kein Mensch kann sie zusammenfügen. Die Voraussetzungen für die Erkenntnis der Wahrheit, sie liegen nicht in uns, sondern in dem, was Jesus Christus für uns getan hat und tut. Und dies ist sein Lehren, Lieben, Heilen, sein Weg zum Kreuz und seine Auferstehung. Unsere Herzensbilder, sie können auch verblassen oder erstarren. In Gottes Herz sind wir alle als lebendige Bilder aufbewahrt, auch die, die uns fehlen. Das vollkommene Erkennen, die Antwort auf alle unsere Fragen, ist dem Leben in der vollendeten Gottesgemeinschaft vorbehalten. Das, was ewig bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Amen. Mag sein, Sie fühlen sich angesprochen durch folgende Gedanken von Anja Plechinger. Sie hat selbst einen schweren Verlust erlitten und schreibt darüber. Erkenntnis. Manchmal bist du hier, plötzlich wieder hier, bei mir. Dort, wo du hingehörtest, für all die Jahre. Dort, wo du hingehören solltest, bis ans Ende unserer Zukunft. Ich heiße dich dann willkommen, kann ein Lächeln kaum unterdrücken. Endlich verstehe ich, mein Hier und dein Dort sind wahrscheinlich ein und derselbe Ort. Wir laden Sie nun ein, alle Ihre Gedanken und Gefühle mit uns gemeinsam in das Vaterunser zu legen. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Füll uns an mit deiner Kraft. Das erbitten wir in dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.